Die Fahrt ging zum Kassberg, dass dort ein Gefängnis war, das wusste ich. Man konnte sich schon etwas denken oder hab im Hintergrund gedacht, na, jetzt bist du dran. Jeder normale Chemnitzer wusste, dass es vom Kassberg ein Gefängnis gibt. Aber ich denke, die Zahl liegt unter 2%, die wussten, dass die Staatssicherheit dort die größte Einrichtung betrieben hat, dass dort die Verkäufe abgewickelt worden sind. Das war in ganz kleinen Kreis nur bekannt. Jeder normale Chemnitzer Karl-Marx-Ständer, der das Gefängnis kennt und das erste Mal drin rumläuft, ist erschrocken, wie groß es ist. Wir konnten uns ja vorneweg absprechen. Wenn jemand von der Straße verhaftet wurde, ist es schwieriger. Wir haben festgelegt, wie wir uns verhalten, dass wir auch unserem Glauben gemäß also treu bleiben und dass wir uns dann näher bringen lassen. Meine Frau war derselben oder ist auch heute noch derselben Überzeugung. Und dadurch ist es halt auch etwas leichter gefallen, weil man aufgrund der Überzeugung wusste, das muss ich jetzt hier durchstehen und das mache ich. Wir konnten ja nichts, es waren also auch damals schon die Glasbausteine, versetzte Glasbausteine, man konnte nichts sehen, also nicht, gar keinen Himmel sehen. Und ich habe da also auch getrickst. Man ist da sehr hellhörig und sehr erfindungsreich. Dann habe ich zum Beispiel mal einen Brief an meine Eltern geschrieben: Heute ist wahrscheinlich schlecht das Wetter, ich habe es regnen gehört. Und das hat meine Eltern so verkapiert. Das sieht dann immer im Himmel. Man hat auch praktisch keine Zeit müssen mehr gehabt. Was ist denn nun? Das Einzige war, Wochenende waren keine Verhöre. Da waren die Russen besoffen. Vor allem auch die Offiziere. Wir hören es dann manchmal, wenn sie unten im Zellenhaus rumgebrüllt haben. Aber sonst, das war das Einzige, wo man Ruhe hatte. Wenn ich dann der Tag wieder zur Neige ging und er da ankam, dann kam die Angst wieder hoch. Was wird heute Nacht wieder werden? Was machen sie mit dir heute Nacht wieder? Das war unmöglich. Ich habe nur geweint und Angst hatte ich. Also es war furchtbar. Es war keine schöne Zeit. Ich habe gesagt, wir lassen uns die Medaillen von dir nicht wegnehmen. Und dann haben sie mir noch angedroht, ich war eh Renntrieben gefahren und da warst du sowieso gestürzt. Ich sage, ja, wir hatten in Guillaume im Westen, da wären wir mit dem Litsch fertig geworden. Also alle Eigendorf. Natürlich war für mich persönlich immer der Blickpunkt darauf gerichtet, dass es ja die Möglichkeit gab, dass man freigekauft wurde von der Bundesrepublik. Und meine Hoffnungen sich natürlich darauf festsetzen, dass ich vielleicht auch freigekauft werden würde im Laufe meiner Haftzeit. Mein Name ist Karl-Heinz Schöbach. Ich wurde am 6.9.1945 geboren in Hardau bei Chemnitz. Mein Name ist Mike Reinhardt. Ich bin 64 im Mai geboren. Mein Name ist Rolf Kiesel. Ich bin jetzt 69 Jahre alt und bin vom 3. Mai 1969 bis 2. Februar 1971 in Haft gewesen bei der Staatssicherheit, weil ich aus Glaubensgründen den Wehrdienst abgelehnt habe. Ich bin Dieter Hecker, 1952 geboren, bin in Chemnitz geboren, Karl-Marx-Stadt aufgewachsen und lebe wieder in Chemnitz. Mein Name ist Rudolf Sehm, geboren am 30.05.1932. Mein Name ist Annemarie Krause, ich bin geboren 1931. Ja, also mein Name ist Wolfgang Lötsch. Ich bin in Chemnitz geboren und hatte als Kind schon immer den Traum, mal Radsportler zu werden. Und natürlich stand die Friedensfahrt im Vordergrund, was damals eigentlich die größte sportliche Veranstaltung war im Osten. Mein Name ist Christian Bürger. Ich bin 60 Jahre alt und stamme hier aus Chemnitz, ehemals Karl-Marx-Stadt. Ich bin 1946 aus der Schule gekommen und wir waren 5 Freunde, die immer noch zusammengehalten haben. Und einer davon hatte nach Kriegsende eine Pistole gefunden. Und die hat er aufgehoben
Und das war dann bekannt geworden. Daraufhin wurde er verhaftet. Und dann hieß es, und hast du auch Freunde? Ja, der und der und der. Und da wurden mir einer nach dem anderen mit verhaftet. Bin ich dann am 1. Juli 1947 verhaftet worden. War nach dem Amtsgericht Annaberg. Und danach wurden wir, oder ich jedenfalls, nachts abgeholt von den Russen und kam auf den Kassberg. Und dann ging gleich in der ersten Nacht die Verhöre los. Ich schätze so, um 10 Uhr war wohl die Bettruhe. Da hat es mal geklingelt im Saal, hier im Gebäude. Und dann vielleicht so um 11, 12, wir hatten ja nur keine Uhrzeit, ging dann die Verhöre los. Und das Erste war schon, was der Vernehmungsoffizier zu mir sagte, du ein Faschist. Ich sage, ich bin doch kein Faschist. Ich sage, oh ja, wir wissen, du ein Faschist. Und auch eine illegale Bande. Sie sind eine Werwolfgruppe. Das war mir noch nie vorgekommen, der Ausdruck. Ich sag, was ist denn das? Wie Russland-Partisan. So was wärt ihr. Und wir hätten wollen bei irgendeinem Umsturzversuch dann gegen die Rote Armee kämpfen. Ja, und dann geht das so 3-4 Stunden ungefähr. Dann bringt der Bus einen wieder zurück in die Zelle. Ich habe die ersten paar Mal vielleicht 3-4 Nächte das abgeschritten und dann ging es wieder zum Verhör nachts. Und da sagt der Dolmetscher, sagt, ich will Ihnen mal was zeigen, sagt er, das hier sind ihre Faschisten, die haben schon unterschrieben. Ne, erst sagt er, die haben schon gestanden, waren die ersten 2 Nächte, ja. Ja, und da dachte ich, da kann man viel erzählen. Und da brachte er den nächsten Nacht wieder, brachte er ein Schreiben mit und habe ich dann gesehen, die Unterschriften, dass sie das unterschrieben hatten. Und wo ich die Dolmetscherin hatte, die sagte immer, geben Sie zu, Sie kommen ja nicht wieder raus. Da schlägt sie unnötig, Sie kommen ja nicht wieder raus. Also das stand schon fest, wer hier einmal drin war, ist die seltensten, die da wieder entlassen worden sind. Man ist dann am Ende. Man kann das gar nicht vorstellen. Man hat abgeschlossen. Wenn der Mensch sagt, ich habe nicht aufgegeben und ist immer wieder. Ich weiß nicht, was das für Menschen sind. Hat man am Anfang auch gedacht, du lässt dich nicht unterkriegen. Aber man ist dann nervlich, ist so runter und es fehlt einem der Schlaf, ist abgemagert und es war wirklich, also es ist, man kann das als Hölle bezeichnen, was da gemacht worden ist mit den Menschen. Ich wurde dann mit einem noch zusammengelegt, wo ich unterschrieben habe, ich gehe in Einzelhaft mehr. Und wir wurden dann vielleicht, ich kann nicht mehr sagen, noch 5 oder 10 Tagen war das Tribunal wegen Werwolf und Waffenbesitz zu 2Z Biathlet verurteilt. 25 Jahre Arbeitslager. Ich bin am 5. Oktober 1948 bin ich verhaftet worden. Und zwar, weil ich meinen Freund, also meine Jugendliebe, der war Sergeant bei der Roten Armee. Die waren in Dümpern, die stationiert. Und wir wollten alle beide hier nach dem Westen, weil wir wollten zusammenleben. Es war ja verboten. Offiziere, russische Offiziere hier und eine Dolmetscherin. Und da haben sie mich mitgenommen. Ich sagte, warum soll ich denn mitgehen? Und nein, und die hatten uns schon zuvor, immer haben die doch da beobachtet uns. Und wir wollten eben am besten, dass wir zusammenleben. Da hatten wir noch um 47, hatten wir dann eine Tochter hier und wir wollten als Familie zusammenleben. Ja, und da haben sie mich mitgenommen hier auf den Kassberg rein. Von meiner Mutter und von meiner Tante waren wir alle 25 Jahre Arbeitslager. Und wenn einmal hier die Todesstrafe, wenn es die noch gegeben hätte, wären wir zum Tod verurteilt. Ich habe ja den Wehrpass abgelehnt schon und dort wurde schon gesagt, dass das also eine Haftstrafe mit sich bringt, wenn der Einberufungsbefehl nicht nachgekommen wird. Und das war auch so, am 3. Mai kamen früh Polizisten in Zivil, Punkt 6 Uhr. Und haben uns abgeführt auf die Kreisstelle der Volkspolizei in Flöhe. Von dort wurden wir mit dem Gefangenentransporter in die U-Haft Karl-Marx-Stadt überführt. Aber bei den Kriminellen, also bei den Grünen, haben wir immer gesagt.
Dort sind wir dann zum Militärrichter nach 3 oder 4 Tagen vorgestellt worden und haben eine Gefängnisstrafe von 21 Monaten bekommen. Ab der 60er Jahre ging das los mit diesen Verhaftungen und wurde bis 1984 gemacht. Ab 1984 hat man Wehrdienstverweigerung einfach ignoriert. Also man hat dann keine Einberufung mehr verschickt, sondern die hat man einfach in Ruhe gelassen. Vielleicht haben sie auch erkannt, dass sie mit uns keinen Ärger haben. Jedes Jahresende bekam man die individuellen Trainingspläne vorgelegt und da stand zum Beispiel diese Leistung, die man bringen muss, Platzierungen, Zeiten und so weiter und unter anderem auch Kandidat der SED, Termin 31.12.71, habe ich gesagt, nee, ich bin hier mit einigen Sachen nicht einverstanden. Man kriegt nicht, was man haben will, und das mit Musik und das Ganze, was die Jugendlichen vor Probleme hatten. Und das hat man sich angehört und dann im Januar haute da Günter Zoller ab, ein Eiskunstläufer, und für jeden, der ins westliche Ausland fuhr, mussten 2 Bürgen her. Und es sollte damals der KJS-Direktor Hahn und der stellvertretende Clubleiter Vogtmann vom Sportclub Karl-Marx-Stadt, wo ich aktiv gefahren bin, machen, und die haben es abgelehnt, weil sie kein Vertrauen hatten. Daraufhin wurde ich ausgeschlossen oder, wie man sagt, rausgeschmissen und habe meinen Sport weiter im BSG-Bereich gemacht, habe trotzdem Erfolg errungen, und das hat den Genossen nicht gepasst, weil die Leute gejubelt haben, das war so eine Art Opposition. Und daraufhin fing ich an, Ausreiseanträge zu stellen. Das dann so weit ging, dass wir 76 im Dezember vom Bolderarm nach Hause kamen und die Polizei kommt und belegt uns, wir hätten randaliert und sollten 5 Mark Strafe bezahlen. So, geht's mal los, ja, ist wie mit Wolf Biermann, das war gerade, wo der Wolf Biermann ausgewiesen worden ist. Und in der DDR ist sowieso alles scheiße, nur die Polizei hat recht. Und so, daraufhin wurde ich verhaftet, wurde eine Nacht lang im Polizeipräsidium auf der Hartmannstraße verhört, damals hieß Helmut-Just-Straße. Und dann dem Haftrichter vorgestellt und dann auf den Kassberg hochgeschafft mit Handschellen und wurde dann nach einem halben Jahr U-Haft dann zu 10 Monaten Freiheitsentzug verurteilt wegen Staatsverleumdung. Die Ehe meiner Pflegeeltern zerrüttete sich aber so, dass meine Pflegemutter mit einem Bekannten aus der Familie Kontakt aufnahm und über einen Schleuser versuchte, in die BRD zu diesem Bekannten zu kommen. Dauerte eine gewisse Zeit. Ich war Mitwisser und habe dann, als diese Schleusung vollzogen werden sollte, meine Pflegemutter einmal nach Perleberg gefahren, mit dem BKW, wo ich sie an einer Landstraße abgesetzt habe und von dort vom Schleuser übernommen und in die BRD überführt wurde. Die ganze Sache war erledigt. Keiner hat mehr daran gedacht, über Fort war alles gut. Am 22. Dezember 1977, ich war schon früh auf Arbeit, wurde ich gesucht. Man hat mich nicht gefunden, weil ich schon nicht erst um 6, sondern um 5 auf Arbeit war und mich da schon immer um alles gekümmert habe. Als ich dann aber wieder zur Werkstatt zurückkam, stand ein Wartburg vor der Tür. Mir wurde die Hand auf die Schulter gelegt, die Wartburgtür aufgemacht und eingedrückt. Und fort war ich. Rein ins Gefängnis, in den Vorraum, von dort in den kleineren Raum, fotografiert, von allen Seiten in den nächsten Raum, ausziehen, komplett, alles runter, abgetastet, Anstaltssachen gekriegt, mitkommen, durchs Zellenhaus, Zellentüre auf, rein, Zellentüre zu, die Riegel haben gekracht. Das Schloss, es war wie, als würde man mit einem Hammer auf den Kopf geschlagen bekommen. Nächsten Tag wurde ich dann geholt und zum Haftrichter geführt. Dort ist mir dann die Anklageschrift vorgelesen worden, weshalb ich geholt wurde und eingesperrt bin.
weil angeblich Fluchtgefahr und was nicht alles bestand, musste ich in Haft bleiben. Wurde verurteilt vom Staatsanwalt zu einem Jahr und 4 Monaten. Das Gericht ist aber dann auf ein Jahr zurückgegangen. Beihilfe zur Republikflucht im schweren Fall. Im Herbst 1977 habe ich an den Staatsrat der DDR geschrieben, gegen die Aufhebung des Hausarrests von Robert Habermann gefordert. Und nach ein paar Wochen habe ich dann nochmal an den Verfassungs- und Rechtsausschuss der Volkskammer geschrieben, das nochmal unterstützt, nochmal bekräftigt. Es gab keine Reaktion und ich habe dann also am 19. Januar 1978 habe ich dann diese beiden Schreiben öffentlich ausgehangen. Und zwar mehrere Exemplare in meinem Betrieb. Das war damals ein VfB Dauner vor dem Zentrum Karl-Marx-Stadt und 2 Exemplare im Bereich der Zentralhaltestelle, mittags um 12 etwa. Und ich bin dann, also mir war schon ziemlich klar, dass ich das der eigene Fahrer, wie man so sagt, habe ich schon damit gerechnet und bin dann noch zur Arbeit gegangen, mit der Arbeit zur Spätschicht und bin dort verhaftet worden. Paragraph 106, staatsfeindliche Hetze. Habe ich also gesehen, wurde dann so ein Zellenwagen, so ein B-1000, fortgeschafft. Und mir war klar, dass dann ich wurde dann als Empfang, wissen Sie, wo Sie sind? Ja, das sagt Ministerium für Staatssicherheit. Warum sind Sie hier? Angeblich staatsfeindlich, das angeblich werden wir Ihnen schon austreiben. Ja, und dann bin ich in die Zelle gebracht worden, dann bin ich schon geduscht, schon ein paar gegessen und dann begann die Erstvernehmung, da hieß dann bloß noch öffentliche Herabwürdigung. Was dann zu dem Sinnwandel geführt hat, weiß ich nicht. Warum es dann plötzlich reduziert worden ist, merkwürdig. Aber also in meinen Stasi-Akten findet sich dazu nichts. Die Einlieferungsanzeige datiert zwar vom 19. Januar 1978, steht plötzlich Paragraph 220, unterschrieben ist aber erst von dem Leutnant, der mich erst am nächsten Tag dann beauftragt worden ist. Und dann war also am 29. Mai die Behandlung. Die war also auf dem Kreisgericht, Karl-Marx-Stadt Mitte Nord, war aber also auf der Hohe Straße, in dem Bezirksgericht, jetzt das Landgericht. Dort war die Verhandlung, wurde ich also mit der Handstelle reingeführt. Meine Mutter war hausen, aber konnte nicht rein, es war also der Ausschuss der Öffentlichkeit. Ja, und dann 2 Tage später war dann die Urteilsverkündung. Die Staatsanwälte hatte ein Jahr beantragt, mein Verteidiger hatte 6 Monate beantragt und dann rauskam es in 10 Monate. Ich habe nach 1984 und 1985 2 Anträge auf ständige Ausreise aus der DDR gestellt, weil ich mein Leben selber gestalten wollte und aus diesem Grund in die Bundesrepublik ausreisen wollte. Und das ist mir verwehrt worden. Diese Anträge sind jeweils abgelehnt worden. Und mit der Stellung dieser Anträge begann eigentlich auch schon meine Repression bzw. die Repressalien durch das Ministerium für Staatssicherheit in der DDR. Und aus diesem Grund habe ich mich dann mit 2 Freunden entschlossen, die DDR illegal zu verlassen. Wir wollten damals über die Grenze flüchten und im Februar 1986 wurde ich dann von der Stasi verhaftet, weil einer meiner beiden Freunde ein sogenannter IM war. Ich bin am 16. Februar 1986 dann in die Stasi-U-Haft auf dem Kassberg in Karl-Marx-Stadt gekommen und habe dort ein halbes Jahr in Einzelhaft verbringen müssen und wurde dann im Ende Juni 1986 zu 3 Jahren Freiheitsentzug verurteilt. Mitte der 80er Jahre war ich dann irgendwann mit den Verhältnissen in der DDR derart unzufrieden, dass ich keine Lebensmöglichkeit mehr hier gesehen habe.
wollte mich verändern. Und als dann im Dezember 88 das Gesetz erschienen ist, wo erstmals die Regelung zur Reisemöglichkeiten von DDR-Bürgern geregelt wurde und klar war, dass ich nie das Recht habe, die DDR offiziell zu verlassen, da blieb für mich bloß noch der illegale Weg. Dieses Ganze haben wir dann vorbereitet, geplant, drüber nachgedacht und im April 1989 habe ich mich mit einem Freund davon bewegt, nennen wir es mal so. Ich bin also über die grüne Grenze im Elbsandsteingebirge marschiert, habe also einen vollendeten, ungesetzlichen Grenzübertritt, wie es so schön im Jargon der Staatssicherheit sich nennt. Hinter mir, Freund ist mit dem Motorrad über die Grenze gefahren, hat mich dort aufgenommen. Ich hatte mit dabei Übersteighaken, Seile, Zeugnisse, was man halt für einen Neustart brauchen könnte. Dann sind wir durch die Tschechei gefahren, also sind dann irgendwann im Böhmerwald gelandet, wollten ursprünglich dort unseren illegalen Grenzübertritt starten, kommen aber dort oben an und da lagen 20 cm Neuschnee. Damit war natürlich das Projekt erstmals beerdigt. Haben uns neu orientiert, sind dann Richtung Norden gefahren und haben uns dann irgendwo zwischen Marienbad und Schepp eine Stelle ausgeguckt. Anhand des sehr dürftigen Kartenmaterials, was es ja im Ostblock gegeben hat. Es war egal, ob es die Wanderkarten aus dem Harz waren oder aus dem Böhmerwald. Die waren sehr, sehr ungenau. Und dort haben wir am 19. April das Motorrad abgestellt und sind dann, also in Marienbad abgestellt, sind dann Richtung Schepp gelaufen und irgendwann mal in einem Waldstück links abgebogen. Und gegen 1 Uhr waren wir dann an der Grenze angekommen, haben dann dort eine Grenzverletzung begonnen. Die haben dann irgendwann sofort ziemlich schnell einen stillen Alarm ausgelöst. Dem folgte ein lauter Alarm mit Raketen und Knall und Pum im Wald. 2 Minuten später war der ganze Wald voll Soldaten mit Taschenlampen und Hunden. Die sind an uns vorbeigerannt, die Hunde. 5 Minuten später war der Wald wieder still und dunkel. Dann haben wir den Spaziergang weiter durchgeführt, sind also weiter Richtung Westen gelaufen. Dort haben wir uns getrennt, mein Freund und ich. Mein Freund ist, keine Ahnung, warum wir uns getrennt haben. Wir haben ihn plötzlich nicht mehr gesehen. Dann ging es jeder auf sich selbst gestellt. Nach weiteren 5 Minuten oder 10 Minuten kamen mir Taschenlampen entgegen, die eine Gestalt mit Rucksack gejagt haben, die Hunde. Und ca. 20 Meter neben mir habe ich gesehen, wie sie meinen Freund gestellt haben, wie er festgenommen wurde. Danach war wieder Ruhe im Wald und wieder neu orientiert, weitergerannt, weitergemacht. Und plötzlich gab es so ein metallisches Klicken, so ein ganz markantes metallisches Geräusch. Ich selbst war nicht bei der Armee. Ich sollte am 3. Mai 1989 den Grundwehrdienst für die DDR machen, habe aber mich vorher entschlossen, der DDR den Rücken zu kehren. Aber da war mir klar, jetzt hat jemand eine Maschinenpistole durchgeladen. Und da habe ich dann halt wie im Film die Hände ins Genick gelegt, hingekniet, hingelegt. Und ich habe noch nicht richtig gelegen, da waren 2 Schäferhunde da. Haben dann noch eine Weile gewartet, bis die Grenzsoldaten gekommen sind. Und haben mich dann dort aufgenommen. Von Prag früh gegen 6 Uhr ging es dann wieder mit dem Gefangenentransport zum Flughafen. Dort ging es in den Sonderflug mit einer TU 134A, wo 20 Gefangene und ca. 60 Menschen in billigen Anzügen drin gesessen haben. Ging es dann von Prag nach Berlin-Schönefeld. Sind die 20 Gefangenen in einen Gefangenentransport reingekommen, in einen Robur-Bus. Ein Störfahrzeug, Energieversorgung stand da draußen dran, da die Staatssicherheit hat ihre Schutzbefohlenen nur getarnt transportiert, also nicht den offiziellen Gefangenentransporten. Von da an ging es an eine mir damals unbekannte Einrichtung, es hat auch keiner gesagt, wo es lang geht. Heute weiß ich, dass wir in Hohenschönhausen zwischengelagert worden sind. Ich wurde in Dresden dann in den B-1000 umgeladen.
Da war die Werbung draußen dran, täglich frischer Fisch. Und mit diesem B1000 ging es dann ja, auf der Autobahn bis zur Autobahnausfahrt. Ende Juli war meine Verurteilung. Ich wurde verurteilt zu einem Jahr 10 Monaten Freiheitsentzug. Es waren also aus dem gesamten Bezirk Karl Marxstadt mehrere 100, 150 Personen. Es war eben nicht überraschend. Wir hatten Zeit, uns vorneweg darauf vorzubereiten. Aber wie das alles ganz konkret abläuft, was das bedeutet, weggeschlossen zu werden, und das für 21 Monate. Ich hatte ja, war verheiratet, hatte ein Kind, anderthalb Ehevierteljahr. Was das alles nach sich zieht, hat man nicht gewusst. Hat man nicht vorausahnen können. Es war eine schlimme Zeit. Es war nicht zu vergleichen, das Gebäude, das Innengebäude, wie es jetzt aussieht. Es war schmutzig, dreckig. Die Tür wurde aufgemacht, ich bekam einen Stoß und da war ich in der Zelle drinne. Knall war die Tür zu. Dann habe ich erst mal umgeschaut und da habe ich gesehen, es gab keinen Tisch, es gab kein Bett. In der Ecke lag eine zerrissene Matratze und ein Wasserkrug. Das war alles. Im Krug und in der Schüssel, das war alles, was wir hatten. Wir hatten keine Herdecken oder was. Ja, nun habe ich die erste Nacht dann verbracht in dieser Zelle. Habe mich dann am anderen Morgen, es war noch so eine abgedunkelte Birne drin, wahrscheinlich von Luftschutz, war auch nicht viel zu sehen in der Zelle. Und dann habe ich am anderen Tag auch gleich noch festgestellt, und die Seekreuzmatratze war für Wanzen. Ich kannte es ja nicht gar nicht, was Wanzen waren. Habe ich dann die Dinger gesehen, weil ich gemerkt habe, wo ich gestochen worden bin. Und wenn ich einmal zur Vernehmung komme, fragt sie auch, wie mir es geht. Das war ja richtig hohn. Ich sagte, ich will nach Hause. Bis dann im neuen Jahr die Vernehmungen losgingen. Warum, weshalb und. Und das man kann sagen, jeden Tag eine Vernehmung. Man war kein Mensch mehr. Das ging, wenn man was sagen wollte, ich sag's jetzt so, wie es war, halt die Schnauze. Hat man mir nichts gesagt, mach die Schnauze auf. Und immer das Hohlen schon von der Zelle. Zelle auf, Gesicht zur Wand, Hände auf den Rücken. Man hat niemanden gesehen. Man war immer nur allein. Immer nur allein. Schlimmer ist es in so einer Zelle, in der U-Haft, wo man also entweder alleine ist oder zu zweit ist. Das ist schon schwieriger. Vor allen Dingen, weil man dem anderen ja auch nicht alles erzählen kann, weil man ja nicht weiß, ist das jetzt ein echter oder auch bloß geschickt. Das gab es ja auch. Und da war auch bei uns im Kommando unter den Kriminellen mit Sicherheit einer, der also ab und zu mal zur Anstaltsleitung gerufen wurde und nach einer gewissen Zeit wiederkam. Und gegenüber solchen Personen hat man sich halt zurückgehalten und hat die dann auch nicht provoziert. In der Untersuchungshaft war es so, dass ich in Einzelhaft war. Das hieß, ich war alleine auf der Zelle. Ich musste den ganzen Tag auf einem Stuhl sitzen und warten, was da passiert. Ständische Kontrollmaßnahmen durch die Mitarbeiter der Untersuchungshaft dort durch die Schließer waren so, dass tagsüber immer wieder der Spion bewegt wurde und die Leute halt reinschauten, was man tut. Und es war also verboten, sich aufs Bett zu setzen. Es war verboten, sich an das Fenster zu hängen oder zu versuchen, rauszuschauen, obwohl das sowieso nicht möglich war, weil das keine ursprünglich Fenster waren, wie man sie an und für sich kennt, sondern es waren Glasbauziegel. Das heißt, man konnte sowieso nicht nach draußen schauen. Und so musste ich den ganzen Tag auf dem Hocker sitzen und abwarten, was da passiert, ob ich nun zum Verhör geholt werde oder
ob vielleicht irgendwann mal mein Anwalt kommt und mit mir ein Gespräch führt. Es ist jeder erstmal in Einzelhaft gekommen, so lange bis klar war, ist der Handelsware, ist der für den Sozialismus verloren oder können wir mit dem was anfangen. Und wenn dann klar war, dass der verloren ist, dass der Handelsware ist, dann ist der mit einer anderen Handelsware zusammengesteckt worden. Es waren die ersten Tage, wo eine reichliche Woche war ich alleine in der Zelle. Das war am 27. war das. Da waren viele, das war wahrscheinlich möglicherweise eine besondere Beobachtung, wo also keinerlei Kontakte waren, also kein Leserlebnis, gar nichts. Und dann bin ich also in den Vorraum 33 gebracht worden, zu einem anderen Häftling. Und war also diese ganze Zeit war ich also mit zwei Häftlingen zusammen. Der eine ist dann noch eine Weile dann nach der Verurteilung ist er dann also auf Transport gegangen und kam dann der andere her. Ich bin die ganze Zeit mit zwei zusammen gewesen. Nun war ja das Schlimme, die Einzelhaft. Wenn man mit gar niemandem mal sprechen kann und wo man auch den sein Schicksal, ich meine, er kann ihm deswegen ja nicht helfen, aber trotzdem, man weiß auch, was ihn dann betreffen wird. Und man sagt sich dann, das kann doch gar nicht sein, du bist unschuldig hier und wirst hier so behandelt. Es gab ja in die 4 Monate, es gab kein Waschen, kein Duschen, kein Wäschewechsel. In die ganze Zeit, wo ich auf dem Kostberg war, vom 5. Oktober bis, also 48 bis 49 im Januar, konnte ich einmal, haben sie mich zum Duschen geholt. Ich habe schon die Sachen immer angehabt. Ich bin ja nicht, dass ich mich schon reingelegt habe, schon keine Decken und nicht. Und bei Anziehzeug hat schon mal. Wo Haare drin waren, von den Vorgängern schon diese, und da schoss es bei mir so durch den Kopf. Ich dachte, ist doch fast so wie die Bilder, die sie von Buchenwald und so gebracht haben, wo sie auch den armen Menschen die Haare runtergeschoren haben. Na, ich sag, was ist denn hier? Und ich sag, die Haare kommen runter. Na, ich sag, wieso denn? Ich sag, wenn ich wieder rauskomme, sag, wie sehe ich denn aus? War ja nur noch die Vorstellung, es wird ja aufgeklärt und ich komme wieder zurück. Da hat er nur drüber gelacht. Er wusste nicht, was die. Und jetzt hinterher ist es dann auch klar geworden, wer dann abgeschoren worden ist, war das Urteil schon gesprochen. Wir brauchen mal ein Wussten, ob er uns nicht einmal ein Buch gibt, dass man ein Buch zum Lesen. Na, da haben wir geklopft und hat er aufgemacht, haben gesagt, ob wir könnten ein Buch zum Lesen bekommen. Und das war gerade, da war kein Bruder, da hat der Deutsche was. Und da hat er wieder zugemacht und nach einer Weile kam er wieder, da hat er mich mitgenommen. Und da musste ich noch in Kostberg, den rechten Flügel her, von oben bis unten, hat er mir einen Asch gegeben und einen Schrubber und heute habe ich müssen das Gefängnis wischen. Ich sagte, ich verlor kein Buch mehr. Ich will nur sagen, ich habe nur Ohrfeigen bekommen. Ich will nicht sagen, sind andere ganz anders zusammengeschlagen worden, was auch älter. Vielleicht haben sie auch mit uns ein bisschen Erbarmen gehabt und gesagt haben, die leben hier, was wollen denn die überhaupt machen? Und Ohrfeigen und dann ab und zu kam er mal, hat er noch so ein 30 cm langes Stahllineal. Da kam er ab und zu mal auf mir zu, und, aber er hat, wie gesagt, wenn er zugeschlagen hat, es war kein heftiger Schlag. Es gab von Montag bis Sonntag nur eine Traubenbrühe oder eine Brühe mit Sauerkrautfäden oder dann Kapustenkraut. Das Essen auch in der Untersuchungshaft war ausreichend. Es gab vorwiegend Schüsselessen, also Nudeln, Reis, Graben, was weiß ich. So. Aber es gab auch mal Kartoffeln und ein Stück Fleisch. Also es war eintönig, aber genügend. Vor 4 Wochen, glaube ich, war der sogenannte Sprecher, über 20 Minuten. Da durfte man auch keine Berührung mit demjenigen da kam, und man durfte auch nicht erzählen, warum ich dort bin und Essen misst und das Gebäude das und das Gebäude das. Ja, also, es war alles verboten, es war nur bla bla bla. Und genauso war es auch mit einem Brief schreiben. Also man durfte alle 4 Wochen eine DIN A4-Seite nach Hause schreiben, durfte man auch nichts anderes reinschreiben. Von wegen hier mit Helsinki-Abkommen und UNO-Konvention und was da alles so gab. Die ging gar nicht raus, die Briefe. Da war ich zum Teil so fertig, dass ich mich mit ihr so gut wie nicht mehr unterhalten konnte. Ich habe nur gestottert, mir war die Sprache weg. Das hat meine Frau sehr fertig gemacht.
Aber man hatte da ja keinerlei Chance, gegen etwas anzugehen. Ich war im drinnen, die war draußen und das war's. Es gab eine medizinische Betreuung. Das heißt, die Häftlinge mussten also in ihrer Zelle einen Schalter betätigen. Dann kam irgendwann jemand, hat gefragt, was ist. Dann hat man gesagt, mir tut mein Bauch weh. Dann vergingen Stunden oder auch Tage. Und irgendwann wurde man dann ein Arzt vorgeführt. Dann auf dein Kostbeid nur die Vernehmungen, immer nachts. Und dort durfte dich nicht hinlegen. Ja, und zu essen war schon auch, es gab ja Hausen nichts. Um 6 war Wecken. Am Tag gab es kein Schlafen. Da waren die Zehntieren, es waren keine Zehntieren, wie sie jetzt sind, das waren starke Holztüren. Und da war nur ein Haken zur Absicherung dran. Und das hatten die Russen so weg, wenn man da mal doch eingenickt war oder was. Die Zelle, der Haken hoch, die Zelle auf und immer hoch waren, immer das gab ihnen geklatscht oder hat mir ein Stiefelnamen ins Nahe geholfen. Und so ging das Woche für Woche. Und dann immer die Geräusche von diesen, das vergesse ich nie, die Geräusche von diesen Riegeln in den Fluss. Das war furchtbar. Es hat sich nichts getan. In der Zelle gesessen. Tag und Nacht Licht an. Zugemauertes Fenster. Immer nur das Rascheln der Schlüssel. Früh zum Frühstück. Die Klappe auf. Auf Deutsch gesagt, den Futternapf auf die Klappe gestellt. Man kann das eigentlich gar nicht so richtig zum Ausdruck bringen, wie einem da zumute war. Weil man auch gar nicht wusste, was ist. Man ist nicht geholt worden. Man hat niemanden gesehen, man hat niemanden gehört. Nur das Licht immer da und nach. Also mit Häftlingen bin ich in dem ganzen halben Jahr nicht ein einziges Mal in Kontakt gekommen. Es gab keine Möglichkeit, irgendeinen der noch dort Inhaftierten zu sehen oder auch zu hören. Es war eine absolute Ruhe in diesem Haus. Und das war auch so gewollt. Selbst die Schließer draußen vor der Tür liefen teilweise mit Filzpantoffeln entlang, damit man nicht hörte, wann sie vor der eigenen Tür standen. Das Wachpersonal hatte auch die gleichen Schuhe an wie wir, diese gelb-braunen Kamelhaarpantoffeln. Die sind also genau in diesen Kamelhaarpantoffeln über die Gänge geschlichen. Nee, was zu einer Uniform gehört, Stiefel oder schwere Schuhe. Nee, mit den Stiefeln oder den Schuhen hätte ja jeder gehört, jetzt kommt es angetrampelt. Die sind also mit ihren Pantoffeln über die Gänge geschlichen und haben die Lederlappen, die vorm Spion hingen, ganz leise weggeräumt, um zu gucken, was ist. In der Nacht war es anders, da ging das Licht an. Und das hat man, wenn man da nicht die Schlafhaltung eingelegt hatte, die Schlafhaltung war ja klar definiert, auf dem Rücken liegend, Hände auf der Bettdecke, neben dem Körper oder auf der Brust verschränkt. Und wenn man die Schlafhaltung nicht hatte, ging das große Licht an, dann ging die Klappe auf, dann hieß es 1, Schlafhaltung, wurden erstmal alle geweckt und dann konnte man weiter 5 Minuten dämmern. Das ging los früh. Man war froh, dass man hat das Schlüsselrascheln gehört. Jetzt wird da, jetzt geht es wieder los von vorne. Man wurde früh geweckt, ich schätze mal, das war 6. Dann bekam man das Frühstück reingereicht in der Plastikschüssel und mit... Ich konnte, war da ein Messer? Nee, ein Messer, also irgendwas, wo man sich was antun konnte, war nie dabei. Da waren immer meistens Löffel dabei. So, und dann kam irgendwie wann mal die Zeitung, diese 2 Zeitungen, das Neue Deutschland, die Freie Presse, und dann Mittag und dann Abend. Und dann habe ich aber noch, habe ich mich beschwert, ich habe Hunger, und habe ich noch Zwischenmahlzeiten bekommen, zwischen Frühstück und Mittag und Mittag und Abend, und das war's. Der Tag in der Untersuchungshaft wurde mit gähnender Langeweile gequält. Also es begann irgendwann, ich sag mal gegen 6, war allgemeines Wecken. Dann kam es darauf an, wo man, auf welcher Etage man gewesen ist, ob es erst Frühstück gab oder erst der Freigang. Es hatte ja jeder Strafgefangene oder Untersuchungshäftling das Recht, bei entsprechender Führung circa eine halbe Stunde den Freihof zu benutzen, wenn das die Wetterbedingungen zuließen.
Nun klingt das alles so schön, der Freihof, es war ja wieder eine Zelle. Und man durfte sich auch nicht legen den ganzen Tag, also nur mit Liegeerlaubnis. Da war in der Ecke eher so ein Holzhocker und dann hat man dann so eine Filzdecke dazu, früher NVA, das war so wie irgendwelches Viehzeug drin. Und da hat man die x verschiedensten Schlafstellungen probiert dort. Und ich habe dann angefangen, mich zu betätigen, habe dann so 3.000 bis 5.000 Kniebeugen täglich gemacht, also immer 1.000 und 3.000 bis 500 Liegestütze dazu. Und da waren wir erstmal ein bisschen kaputt. Und da hat man den Tag besser überstanden. Und ich war mit jemandem zusammen, dann der war Leistungssportler. Und wir sind da jeden Tag 3.000 Meter gelaufen in dieser Zelle. Bei 16 Metern Kantenlänge ist das schon eine ganz sportliche Leistung. 10 Runden links rum, 10 Runden rechts rum und das so lange, bis dann die 3000 Meter rum war, einfach um den Bewegungsdrang abzuhalten. Der Leistungssportler, mit dem ich zusammen war, der war schon über ein Jahr in der U-Haft drin. Den hat also auch die Hausordnung überhaupt nicht mehr interessiert. Der hat also dann gesagt, wir legen uns am Tag hin und schlafen, entweder lesen oder schlafen, quatschen können wir in der Nacht. Weil in der Nacht, wenn alle 5 Minuten das Licht angeht, kommst du sowieso nicht zum Schlafen. Im Gegenteil, du bist nur gerädert. Und das haben wir dann auch so gemacht. Wir haben tagsüber auf der Pritsche gelegen. Es hat auch keinen mehr interessiert von den Wachleuten. Man wird ja abgeschirmt eben bei der Stasi-Uhr. Es gibt keine Uhr. Du fast verliert also wirklich, wenn man sich nicht streng darauf konzentriert, das Gefühl für Raum und Zeit. Wir haben dann mit dem Zahnputzbecher eine Uhr gebaut, also ins Waschbecken gestellt, in den Wassertropfen gemacht und nach 8 Zahnputzbechern gab es Mittag. Zwischen Frühstück und Mittag waren 8 Zahnputzbecher. Irgendwann habe ich das mitbekommen, dann haben wir die mal ausgeschüttet. Du hast ja den ganzen Tag Zeit, dir irgendwelchen Blödsinn auszudenken. So, und wenn der Schließer wieder die Tür aufmacht, den Zahnputzbecher leer macht, da ist wieder eine Belustigung da und man kriegt den Tag wieder ein bisschen mehr rum. Sozusagen von der U-Haft übernommen worden oder gebracht worden ins Arbeitskommando. Dort muss man sagen, waren die Haftbedingungen menschlich. Das Arbeitskommando war ein in sich geschlossenes Kommando innerhalb dieses Komplexes. Wir hatten also unseren Raum, wo wir uns aufhielten und schlafen und essen und trinken konnten. Und unten drunter waren die Arbeitsstätten. Wir waren also im ersten Stock und ganz unten waren die Arbeitsstätten, also eine komplette Tischlerei, eine komplette Schlosserei. Ich war Autoschlosser. Ich hatte auf dem Hof hinten 2 Garagen, wo ich die Fahrzeuge dort, ja, kleine Reparaturen gemacht habe, viel Pflegearbeiten. Also kann ich mich nicht beschweren. Die sind relativ korrekt mit uns umgegangen. Sicherlich bedingt auch dadurch, dass die gute Handarbeiter, also gute Handwerker, ich sage es mal, bei Laune halten wollten. Also wir hatten auch etwas mehr Vergünstigungen als wir woanders. Wir konnten uns innerhalb unseres Bereichs relativ frei bewegen. Wir konnten eine etwas größere Menge an Paketinhalt bekommen und zum sogenannten Sprecher, wenn wir also alle 2-3 Monate immer mit einer halben Stunde mit der Ehefrau reden durften. Die durften auch etwas mehr mitbringen als wie im Gefängnis üblich. Aber ansonsten hatten wir dieselben Haftbedingungen, waren isoliert wie jeder andere. War mir das, als wenn ich doch dort eine kleine angesehene Person war durch meine Arbeit. Die Wärter waren freundlich und also auch die Verpflegung. Und wie gesagt, meine Frau konnte mir mehr mitbringen wie vielleicht jemanden anderen. Ich hatte eigentlich da nichts auszustehen, bis dass man eingesperrt war. Unser Kommando waren etwa 5 Zeugen Jehovas, also Wehrdienstverweigerer, 5, 6 politische Häftlinge, wirklich politische Häftlinge. Damals im Zusammenhang mit dem Einmarsch in der Tschechei 1968. Und dann waren noch 5, 6 Kriminelle, Kleinkriminelle. Ja, das ist mit Absicht so gemacht worden, damit kehrischer Zusammenhalt im Kommando. Also mit den kleinen Kriminellen hat man über den Glauben nicht so gesprochen. Aber mit den politischen, wir haben uns schon über religiöse Themen, wenn das Interesse da war, unterhalten. Das ist klar. Also, und solange wie das nicht offiziell nach außen drang, ist auch nichts passiert. Die Unterbringung bei der Staatssicherheit war korrekt. Muss ich sagen, der Umgangston war in Ordnung, also es gab keinerlei Züchtigungen durch das Personal. Ich sag mal so, wenn man sich an die Hausordnung gehalten hat.
Im Nachgang habe ich vor einem Jahr eine Führung erhalten im Gefängnis von einem ehemaligen Offizier der Staatssicherheit. Und der mir ziemlich klar erklärt hat, dass es 85 in etwa ein Umdenken gegeben hat. Da war dann klar, dass die politischen Gefangenen nicht mehr als Gegner des Systems zu behandeln sind und zu drangsalieren, zu bestrafen. Sie sind als Handelsware zu betrachten. Und es war ja, wir waren ein Exportartikel. So, und der Staatssicherheitsoffizier hat mir halt auch erklärt, dass die angewiesen waren, Biografien zu schönen. Es wurde also aus einem Bauhilfsarbeiter einen Assistenten des Architekten gemacht, um statt 10.000 Mark vielleicht 30 zu kriegen. So wurde dort gelogen, was die Balken bogen. Und einmal am Tag durfte man für eine kurze Zeit zwischen einer halben Stunde und einer Stunde, das war völlig unterschiedlich, auch nach der Witterung, zum sogenannten Freigang gehen. Das waren kleine, abgetrennte Käfterle, 2 Meter breit, circa 6 Meter lang, mit hohen Mauern und oben lief ein Schließer und wir haben immer dazu gesagt, die Hundekäfige, und dort konnte man ein paar Schritte hin und zurück laufen und frische Luft schnappen sozusagen, was allerdings auch nur, ich sage mal, alibimäßig war, weil selbst die Sonne hat man nicht gesehen, weil da oben drüber so eine Art Wellplastikdach war. Die war vorne so breit wie eine Tür, die war aufgebaut wie ein Keil, man kann sich das so vorstellen wie eine Torte. Und die Torte in mehrere Stücke geteilt, immer vorne die Tür, nach hinten breiter, war ca. 5 Meter lang, bestimmt mindestens 4 Meter hoch und oben drüber Gitter. 3 oder 4 Spaziergänge mal eine Viertelstunde, das nennt sich sozusagen der Blinddarm, konnten wir hin und her laufen. Und das saß am jeden Ende ein Bus mit der MB und dann hieß es wieder dabei wieder rein. Und auch alleine aus der Zelle raus, durchs Treppenhaus, unten in die Ausgangszelle, Zellentüre zu. Und wenn einer unten drin war, kam der nächste oben raus. Und wenn die Zellen, die Runde voll war, ging das umgekehrt weiter. Das war also so, ja, diese Schweinebuchten. Das waren also solche kleine Bereiche, kleine Abschnitte. Puh, wie groß waren sie? Das waren also so 5 oder 6 solche Abschnitte in dem Hof, durch hohe Mauern getrennt. Und es ging so 15 bis 20 Minuten, mehr war es nicht. Ach, und da war noch der sogenannte Freigang. Das waren aber Freigang, nicht wie man sich das heute so vorstellt, dass sie alle so im Kreis laufen. Da wurde man in so, wir haben gesagt, Tigerkäfige. Die sind leider nach der Wende abgerissen worden irgendwo, was eigentlich mit das Menschenunwürdigste war. Das war wie ein Schweinestall, 5 Meter lang, 5 Meter hoch und oben noch Maschendraht drüber und dann schon noch Wachposten mit Kalaschnikow. Und damals, zu meiner Zeit, waren ja viel von Biermann, also Künstler und geistig höherstehende Leute, die anfingen auf einmal ein Gedicht irgendwie zu erzählen. Da hat er gleich einen Knopf gedrückt und rein war Schluss. Das war 20 Minuten. Man hatte nur den Blick zum Himmel. Also ich habe in einem halben Jahr keinen Grashalm gesehen. Und wenn man eine günstige, es waren 50 Buchten, wenn man eine günstige erwischt hat, hat man eine Baumkrone gesehen. Dort neben Knast, wo die Neubahn stehen so hohe Bäume, und da konnte man eine Baumkrone sehen. Das war alles. Man hatte okay Fenster gehabt, die Zellen waren ja mit Glas Ziegel oder heute sagen wir Glasbausteine, da kam nur Licht rein, also man hat nichts gesehen. Die Zellen waren ja, die Zellenfenster waren ja mit Glasbausteinen zugemauert. Dadurch gab es ja drinnen ein ganz diffuses Tageslicht. Lesen war nur möglich, wenn man halt Licht anmachen lassen. Und jetzt in der Zone, die Leuchtstofflampen, die haben wir so ein Flimmern gehabt. Kein Flackern, also ganz so ein rotierendes Flimmern. Und den ganzen Tag dieses rotierende Flimmern, das geht einem irgendwann schon auf die Nerven. Mit dem Ergebnis, dass man sich dann doch mit dem Buch vor
diese Glasbausteine gestellt hat und hat dann im Stehen gelesen. Er war offener Raum, wo, als Offenheitsraum, wo man essen konnten und lesen konnten, Fernsehen gucken, Pflichtfernsehen, aktuelle Kamera jeden Tag und montags der berühmte Schwarze Kanal. Das war Pflichtfernsehen. Wir haben ja auch Zeitung bekommen mit einem Tag Versatz. Also wir haben am Sonntag hatten wir die Sonnabendzeitung und dafür hatten wir am Montag keine Zeitung. Da die Zeitung erst nochmal zensiert wurde. Und es gab Tage, da haben wir nicht beide Zeitungen bekommen. Es gab das Neue Deutschland und die Freie Presse. Und hin wieder ist nur eine Zeitung gekommen. Das, im Nachgang wissen wir, dass es dort mit den Unruhen in Peking zusammenhing, wo wir von der Information etwas ferngehalten worden sind. Zunächst einmal muss man sagen, dass für den Rechtsanwalt die Arbeit mit dem Mandanten in dem Moment beendet war, als das Urteil gesprochen war. Eine Berufung oder eine Revision vor Gericht war praktisch unmöglich zu DDR-Zeiten. Für den Anwalt war das dann klar, der ist jetzt zu 3 Jahren Haft verurteilt worden. Alles Gute weiterhin und halten Sie die Ohren steif. Der Rechtsanwalt hat ja immer wieder versucht, vorzeitige Entlassung. Wurde immer abgelehnt. Bis der Herr Rechtsanwalt Vogel, immer wenn Transporte fuhren, war damit dabei. Bis der Herr Rechtsanwalt Vogel mich jedes Mal von der Arbeit weggeholt und der Herr Vogel sich mit mir unterhalten hat, ob ich nicht gewollt wäre, nach dem Westen auszureisen. Ich sage, ne, was will ich im Westen? Ich sage, ich bin hier geboren, ich bin hier. Im Grunde genommen weiß ich ja nicht mal, warum ich überhaupt eingesperrt bin, was ich verbrochen haben soll. Ich war eigentlich ein guter DDR-Bürger, wenn man so nimmt. Und die Drängelei von den Rechtsanwalt Vogel wurde von Mal zu Mal schlimmer. Bis er dann mal wirklich zu mir sagte, was wollen Sie denn überhaupt noch hier? Ich sage, ich habe hier Frau, ich habe hier Kind, ich habe meinen Betrieb. Da fing der regulär hysterisch an zu lachen. Wie, Sie, hier eine Frau und ein Kind, die können Sie lange vergessen. So hat der Mensch mit jemandem gesprochen. Im letzten Besuch vom Rechtsanwalt Vogel und hatte wieder Nein gesagt. Da kam dann der Anstaltsleiter und sagte zu mir, Schöpach, wie ist es? Und ich sage, was soll denn sein? Ist wie immer, ich will nicht weg. Ja? Und da sagt er, Sie kommen noch mal in die Zelle und morgen früh können Sie heimgehen. Man ist am Ende und man sagt sich, schlechter kann es nicht mehr werden. Nur raus dieser Hölle. Es ist nur, man ist ein ganz anderer Mensch. Man kann das nicht so wortwörtlich wiedergeben. Das kann nur einer nachempfinden, der das durchgemacht hat. Aber es ist, man hat alles aufgegeben, dass man noch mal die Eltern wieder sieht oder was. Es ist alles vorbei. Nur mal sehen, dass man noch etwas überleben kann. Es wurde dann von Wilhelm Bieg eine Amnestie ausgeschrieben und da bin ich mit drunter gefallen. Wo ich dann geklopft habe, und da macht meine Schwester die Tür auf und sagte, wann müsste ich denn wieder fort? Ich sage, ich bleibe jetzt. Ich bin entlassen worden. Ja. Es war in der DDR-Zeit. Man durfte nicht darüber sprechen. Die Angehörigen haben mal gewusst, was aber auch nicht im einzelnen Details nicht, aber wo man war und was. Ich meine, das ist auch. Aber seit nun dann, die Wende ist und man kann offen darüber sprechen. Es hat viele volkseigene Betriebe gegeben, die solche Leute nicht wieder eingestellt haben. Und dann kriegt man vom Amt, vom Rat des Kreises, Abteilung Inneres, einfach also eine Arbeit zugewiesen. Man wurde auch bei der Entlassung gefragt, haben Sie eine Wohnung? Dann hätte man eine Wohnung zugewiesen gekriegt, also irgendein Loch. Oder, und eben auch nach der Arbeit wurde gefragt. Das war bei mir aber alles da.
Deshalb bin ich auch damals noch in die Partei gegangen, mit, also dann noch 10 Jahren, weil mein Chef auf Arbeit, der in der LDPD war und sagt, Mensch, da gibt es keine Probleme mit der Freistellung. Die hatten mir eine freigegeben. So. Und die Zeit läuft dahin und mit 40, jetzt kannst du mal fahren. Geht nicht. Leistungssport ist begrenzt, ich kann mit 50 keine Tour de France mehr gewinnen oder mal so zum Beispiel. So, und da haben die sich so viel verbaut eigentlich und man wäre vielleicht noch auch in allen Bereichen noch viel, viel besser gewesen, als man schon war. Bloß weil eben der eine einen Onkel im Westen hatte oder was weiß ich noch alles. Und der Erfolg gibt den Rest, weil die Leute auch mehr am Rand mehr getobt haben, als für den Ersten, der ein geförderter Leistungssportler war. Weil das eine gewisse, also ich habe ja so eine gewisse Opposition dargestellt, was nicht verboten war, aber nicht gerne gesehen wurde. Und die Leute haben eben, weil sie öffentlich ohne sagen könnte, ihre Scheiße und was weiß ich, weil sie auch eingesperrt worden wären, die haben auch dann getobt. Und das war so die interne oder intime Solidarität. Es ist auch sehr schwierig, das zu verstehen, wer nicht annähernd die Zeit miterlebt hat. Ich sage da immer, ne, früher hier, wenn ihr mit euren Jeans rumrennt, das war verboten, das durfte nicht, das begreifen die nicht. Und heute weiß ich, durch Akteneinsicht, dass ich hätte viel eher entlassen werden können, wenn ich gesagt hätte, ja, ich will noch im Westen. Eine größere Ungerechtigkeit kann es bald nicht mehr geben. Man kann ja nicht sagen, dass ich so, na, sowas mache ich nicht wieder. Ich habe ja eigentlich als Mensch gehandelt. Wenn mich meine Mutter fragt, fährst du mich mal dorthin? Ich hätte müssen meine Mutter anzeigen, das und das hat die vor. So, wer macht denn das? Laut den Protokollen ist ja meine Mutter, auf Deutsch gesagt, gegangen worden. Da steht wörtlich drin, der Wagner ist die Ausreise oder die Flucht zu gewähren, um durch den Schleuser tiefer in die Machenschaften der Schleuserbanden einzudringen. Ich habe gesessen und vor der Staat hat zugelassen, dass er fort ist. Und dafür wird man eingesperrt, um eventuell hinterher nur noch Geld damit zu machen. Wie ein Zeichen von oben hörte ich eines Abends in den Nachrichten des Westfernsehens, dass sich in der deutschen Botschaft in Prag einige DDR-Bürger aufhielten, die damit ihre Ausreise in die Bundesrepublik erzwingen wollten. Und für mich war das der Moment, wo ich gesagt habe, das ist deine Chance, deine einzige Chance, die du hast. Du musst irgendwie versuchen, dort hinzukommen. Und aus dem Grunde bin ich dann eines Nachts nach Oberwiesenthal gefahren und bin in der Nacht vom 20. zum 21. Juni 1989 über die grüne Grenze in die GSSR gekrochen und habe mich dann letztendlich in den Eingang der deutschen Botschaft geflüchtet und mich dort bei dem Pförtner gemeldet. Ich bin Christian Bürger aus der DDR und ich gehe jetzt hier nicht wieder raus. Ich bin 2009, nachdem ich viele Jahre in Bayern, Österreich, Südtirol und Spanien gearbeitet habe, als Koch und in der Gastronomie, und bin dann 2009 wieder zurückgekommen hier in meine alte Heimat. Das ist eine Entwicklung, die ich in der DDR mit meiner persönlichen Einstellung zu dem Staat und so weiter nie hätte machen können und die mir auch nie gewährt worden wäre. So, in meiner Stasi-Akte habe ich dann gelesen, dass ich mit 19 Jahren bei einer Überprüfung festgestellt wurde, dass ich kaderpolitisch nicht tragbar bin. Und damit war die weitere Entwicklung erledigt. Und das ist eigentlich so im Nachgang, wenn man das immer betrachtet, das Traurige. Wenn man hätte mir da die Entwicklungsmöglichkeit gegeben, hätte man
mich nicht genötigt, in Anführungsstrichen, den Schritt zu gehen. Am 28. November habe ich dann die DDR verlassen, bin in Schweinfurt gelandet. Und das waren für mich immer so die schwierigsten psychischen Dinge, wenn ich dann über die Grenzen wieder zurückgefahren bin. So, das erste Mal waren wir dann 1990 wieder in der ehemaligen DDR. Das war dann schon sehr beeindruckend, durch diese Reste der Grenzsicherungsanlagen zu fahren. Das war für mich schlimmer, als auf den Kassberg wieder zu gehen. Und als ich dann vor 4 Jahren in Vorbereitung der ersten Museumsnacht, wo ich gesagt habe, ich mache dort als Zeitzeuge mit und mache Führungen, das erste Mal in dem Objekt rumgerannt bin und versucht habe, mich zu orientieren, wo was war, das war schon beklemmend. Und heute, wenn ich heute eine Führung mache, na, ich kann da heute darüber berichten, wie über den Wetterbericht von gestern, also relativ mit wenig Eindrücken, mit wenig Emotionen, da ich es im Großen und Ganzen, dadurch, dass ich sehr viel darüber gesprochen habe, eigentlich für mich verarbeitet habe. Ja, ganz wichtig, viele Dinge zu hinterfragen. Nicht immer alles so hinzunehmen, wie es kommt. Also zuhören und analysieren. Ich meine, wir als gelernte DDR-Bürger, wir haben ja gelernt, das Weiße in der Zeitung zu lesen. Viel hinterfragen, viel, nicht immer alles gleich so als gegeben nehmen, was gesagt wird. Egal, aus welcher Richtung kommt. Das Leben besteht nicht nur aus Schwarz und Weiß. Ja, die alten demokratischen Werte. Wie gesagt, ja. Aber Demokratie, es kommt ja so einfach, dass es Demokratie ist. Das System nennt sich sozialistische Demokratie. Das Land ist Deutsche Demokratische Republik. Man muss schon überlegen, was Demokratie ist. Allgemein über Demokratie zu reden. Das Gegenteil von Demokratie ist für mich Diktatur. Ich bin froh, dass ich eigentlich vieles vergessen habe. Und ich habe auch viel vergessen oder ist ein bisschen nach hinten gerutscht, dass ich wirklich gute Kumpels hatte, gute Freunde hatte. Das hilft. Andere brauchen psychologischen Beistand. Das habe ich Gott sei Dank nicht gebraucht. Den Willen, niemals aufzugeben. Dass man eben nicht gleich alles loslassen soll, sondern weitermachen. Und dann, es ist eine schwierige Zeit, egal was vorfällt. Aber man kann doch mit gewisser Energie und Ehrgeiz und Willen auch viel erreichen. Idealen festhalten, trotz mancher Tiefschläge, die man erleiden muss, trotzdem dabei bleiben und irgendwann hat man mal Erfolg. Dass jeder zu seiner Überzeugung stehen sollte. Weil es muss ja nicht meine Überzeugung sein. Aber wenn jemand eine Überzeugung hat, dann sollte er dazu stehen, selbst wenn das eben bedeutet, unter Umständen Schwierigkeiten zu ertragen. Selber auch überlegen, was man macht und nicht von anderen sich beeinflussen lassen. Du musst selber wissen, was für gut und für richtig ist. Dass das nicht vergessen wird. Also das darf nicht vergessen werden. Das war die andere Seite von der DDR. Wenn wir nicht noch ein bisschen was weitergeben und noch ein bisschen was festhalten, dann ist es in ein paar Jahren ist das vergessen. Das bin ich meinen toten Kameraden schuldig, dass ich das noch so lang wie es geht weitergeben kann, denn wir wissen, dass nicht mehr viele, die in den Alter mit 15, 16, 17, die diese Zeit im Kassberg erlebt haben, he, dass die noch leben. He. Es ist für meine 4 Kollegen oder Haft, die mit hier waren, hier. Ich weiß nicht, ob der eine noch lebt. Weiterzugeben und der nächsten Generation weiterzuvermitteln, eigentlich nur durch aktives Mitwirken möglich ist. Und ich bin der festen Überzeugung, dass man diese Zeit, diese Repressionsgeschichte in der DDR, nicht unter den Teppich kehren darf, nicht verwässern darf, bei allem, was vielleicht auch positive Aspekte dieses Staates waren, darf diese Geschichte nicht vergessen werden. Es gibt viele Menschen,
die mir in Gesprächen immer wieder sagen, ja, aber es war nicht alles schlecht in der DDR. Daraufhin ist meine Antwort, das stimmt. Aber im Umkehrschluss heißt das, vieles war nicht gut. Und genau über das muss gesprochen werden und das darf nicht vergessen werden. Schon alleine für die vielen Opfer dieser Repression und dieser zweiten Diktatur.